World Press Berlin. Auch wenn das Testspiel die Trainingseinheit von Hertha BSC unter Wettkampfbedingungen gegen Erzgebirge Aue 1:3 verloren ging, Piaciljan Skjelbred spielte durch. Während die zweite Neuerwerbung, übrigens auch auf Leihbasis, Tolga Cigerci, Marktwert 1 Million, erst in Halbzeit 2 von Trainer Jos Luhukay eingesetzt wurde. Wir stellen euch heute zunächst den im Tausch für Pierre-Michel Lasocka vom HSV gekommenen Norweger, den 26-jährigen Blondschopf mit blauen Augen vor. Marktwert 2,5 Millionen Euro. Piaciljan Skjelbred versucht hier im Spiel offensive Akzente über rechts zu setzen. Seine Positionen sind auch mit rechtes oder zentrales und offensives Mittelfeld angegeben. Sein Antritt und die Ballbehandlung sind seine Stärke. Mit Körpergröße 1,75 nicht unbedingt ein Kopfballungeheuer. Er kann gut dribbeln und Gegenspieler ausspielen. Ob sein Dribbling und Zweikampfverhalten etwa die Qualität von Alexander Baumjahan hat? Im ersten Spiel hier kann Pierre das nicht beweisen. In Norwegen, Geburtsort Trondheim, galt Skjelbred lange Zeit als die größte Zukunftshoffnung seines Landes. Mit 16 Jahren debütierte er für Rosenborg, lehnte zuvor einen Jugendvertrag in Liverpool nach einwöchigem Probetraining ab, entschloss sich zu einem Profivertrag in seiner Heimatstadt. Gegen Olympiakos Piräus erzielte er in der Champions League-Saison 2005/06 ein Tor. Im Rückspiel erlitt Pierre dann einen Schien- und Wadenbeinbruch. Stoltidis war als Mantiker auf ihn abgestellt und erhielt für das böse Foul lediglich die gelbe Karte. Nach 6 Monaten Pause steigerte sich Skjelbred wieder zum Stammspieler und Leistungsträger bei Rosenborg Trondheim. Der HSV verpflichtete ihn zur Saison 2011/12. In Hamburg erinnerte man sich nämlich, dass Pierre alle Jugendauswahlmannschaften Norwegens durchlaufen hatte. Gegen die Türkei 2007 in der Nationalmannschaft debütierte er am 11. Juni. 2013 schoss er übrigens gegen Mazedonien seinen ersten Länderspieltreffer. Nach nur 2 Bundesliga-Einsätzen beim HSV wurde Skjelbred am 2. September 2013 bis zum Ende der Saison 2013/14 ohne Kaufoption an Hertha BSC ausgeliehen. Der erste Einsatz für Hertha. Ja, hallo. Wie war's? Nee, der war ein bisschen schwer, klar. Das ist alles neu für mich. Aber die Gruppe ist perfekt. Die helfen mich und die versuchen so das Spiel zu lernen. Was haben Sie sich in Berlin vorgenommen? Nee, die Berlin-Mauer kenn ich. Und ich hatte heute eine Sightseeing gemacht, nur vor der Stadt zu sehen. Und richtig schöne Stadt. Das war ein Trainingsspiel. Gibt es Erkenntnisse schon? Ist klar, dass das Trainingsspiel ist, das war gut für mich. Sehr gut so das Spiel mit der Mannschaft. Nicht nur Training, aber. Es ist keine der Punkte hier. So, nächste Woche ist besser. Wir wünschen alles Gute.